mal kein Lost Place. Heute werde ich mal wieder seit langem eine Nacht im Wald verbringen. Vielleicht noch zwei, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber da ich jetzt schon gemerkt habe, dass ich meinen Speck vergessen habe, auf den ich mich so gefreut habe, wird es wahrscheinlich eh noch eine Nacht. Da hinten will ich irgendwo hin. Da ist irgendwo ein kleiner See und Wald und so. Und ja, mal schauen. Ein paar Meter bin ich schon gelaufen und ich glaube, man sieht es mir an. Clamping! We're all falling and we need a place to hide. So, ich mache natürlich jetzt nur Pause, um mal ein Video zu machen. Weil natürlich könnte ich noch weit mehr laufen am Stück. Puh, bei dem Wetter sind 39 Kilo echt übel. Egal, Urlaub, was heißt Urlaub, zumindest keine Arbeit, frei. A safe place somewhere in the woods, we can start a fire. All we know is what will be our home. Guck dir mal, da hinten, hier, ist wohl ein See. We will stay till break of dawn. Ich sehe nicht viel See. War es ja eigentlich, dass ich einen See in der Nähe habe, damit ich, keine Ahnung, mal das Wasser auffüllen kann, vielleicht auch mal die Füße reinhalten kann. Aber den See, den ich jetzt hier vor mir habe, ich weiß nicht mal mehr, ob ich da die Füße reinhalten wollte. Also zum Trinken so direkt, ohne abzukochen, definitiv nicht. Aber die ist da wahrscheinlich drin. Oh, Tatsache, das ist ja geil, lauter Kalkkorben. Schaut mal. Aha. Abgefahren. Überall. Na gut, die könnte man jetzt auch essen. Aber, weil stehendes Gewässer und so, bestimmt gar nicht mal so bekömmlich. Boah, die sind schon relativ groß, die Jungs. Naja, ich weiß ja nicht. Also zum Trinken, wie riecht's denn? Puh, riechen tut's gar nicht mal so schlimm. Aber irgendwie bin ich doch noch leicht, ich sag mal ambivalent. Naja, wir schauen mal. Kaffee brauche ich morgen früh auf jeden Fall. Also von daher, aber ich habe 2 Liter Wasser dabei, eine Flasche Wein, von daher, und noch eine Dose, eine Dose Dingens hier, wie heißt das? Mücke, geh weg, eine Dose Pfirsiche, da ist ja auch Wasser drin, also Flüssigkeit, so, mal sehen. Erstmal Päuschen jetzt. Can't you see we need some.
some time. And we all sit around the fire. So, ich glaube, ich habe meinen Schlafplatz gefunden. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich den Platz gut finde oder aber einfach noch nicht mehr laufen will. Ich glaube, das ist so eine Symbiose aus beidem. Na gut, zumindest zwischen dem und dem Baum werde ich wohl meine Hängematte aufhängen. Ein bisschen tiefer, sodass ich mir noch ein Dach bauen kann. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie regnet, aber man weiß ja nie. Die Bäume sehen soweit auch alle lebendig aus. Der da hinten doch, der ist auch lebendig. Könnte mir also theoretisch nichts auf den Kopf fallen. Aber da werden wir morgen schlauer sein. Wenn ihr das Video seht, hat es mich zumindest nicht umgebracht. Gut, dann werde ich jetzt mal aufbauen. Und ich glaube, das mache ich mit einem Zeitraffer. Ha! Camp ist aufgebaut. Ha. Da noch der halbe Rucksack. Hier drin mit Hängematte. Da hängt schon mal das Frühstück, wo ich leider den Speck vergessen habe. Und da unten sind die Töpfe. Und heute habe ich sogar richtig viel Platz hier. 3 Regenponchos. Deswegen war dieser blöde Rucksack auch so schwer. So, aber da wir Camping machen und kein Camping, gibt es jetzt sogar noch für die alte Leute, der da, wo ich ja bin, ein Stuhl. Moment. Geh auf. Da muss ich das hier hinstellen. Ja. Weil. Tada! Lange überlegt, mir das Ding zu holen. Sündhaft teuer. Ich glaube 120 Euro der Miststuhl. Aber man kann sogar im Zelt drin sitzen, weil er nicht sehr hoch ist. Aufbau ist auch idiotensicher. Sonst hätte ich ihn heute noch nie aufgebaut bekommen. Tada! Und der hat mich sogar schon auf einem 3-wöchigen Schottland-Trip begleitet. Ha! Clamping! Ach, da hinten steckt nur irgendwo mein Messer und ich bin gerade so faul, irgendwas zu machen. Bedienung, ein Pilz hätte ich jetzt gern. Hab einen Schmetterling. Schlaganfall. Schmetterling und schon kriege ich einen Schlaganfall. Ja, ein kaltes Pilz weiß ich jetzt, aber nicht drüber nachdenken. Ich habe noch einen halbwarmen, babsüßen Wein. Egal. Nach 2 Gläsern. Ja. Nach 2 Schluck wird es lustig. Ich glaube, ich habe mal Whisky, da muss ich noch kurz gucken. Ich habe nämlich meinen Flachmann gefunden. Und da müsste noch irgendwas drin sein, was schon in Wacken 2018 drin war. Aber da es hochprozentig ist, kann es gar nicht so schlimm sein und vor allen Dingen auch nicht schlecht sein. Ach, irgendwas ist drin. Mal gucken, was da drin ist. Riecht echt ein bisschen aus Spülwasser. Scheint klar zu sein. Könnte werden das Wodka. Riecht so ein bisschen aus Spülwasser und Sprit. Haus ist Wodka. Boah, gut durchgezogen. Ja, vielleicht nehme ich ihn aus dem Feuer anmachen. In der Mangelung eines Spatens
Aber da ich ja doch eine Feuerstelle brauche. Handschuhe habe ich, aber Spaten habe ich keinen. Aber ich habe einen Stock. Boden noch schön nass ist, können wir das auch so lassen. Passt vollkommen. Ich hatte vorhin doch was von einem Wildwechsel erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Aber seht ihr das hier? Da ist auch ein Wildwechsel. Treffer. Scheiße. Mal gucken. Kann lustig werden heute Nacht. Ich war jetzt gerade beim Feuerholz und Zunder suchen und jetzt weiß ich auch, warum ich einen Glückstreffer mit dem Platz hatte. Hier ist ja wohl mal der Baum umgestürzt, dann haben sie den abgesägt und hier ist alles voll mit Sägespänen und die sind auch noch trocken. Die sind echt voll trocken, geil. So, ich habe jetzt mal umdisponiert. Ich habe mich daran erinnert, dass die Nächte in den Hängematten immer echt unangenehm waren. Dementsprechend werde ich jetzt auf dem Boden nächtigen. Und ja, dann habe ich mir hier mal zwei Isomatten ausgelegt. Und damit es jetzt endlich mal ein bisschen albern wird, werde ich jetzt auch gleich den Wein anfangen. So, erstmal geht das hier Schlafsack auspacken. Was übrigens hier Snackpack. Kann ich echt nur empfehlen. Absolut genial, das Ding. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way? Oh, ist der gerade gemütlich, ey. Und so angenehm ruhig. Kein Autolärm, kein Stress. Eine Vögel. Schöne Vögel und mich Vogel. Jungs, ich trinke mal einen auf die ganzen STGler. Pah, ein komischer Fusel. Gar nicht mal so gut, ey. Ich weiß nicht, ob ich die Puddel leer mache. Da muss ich mich mal. Naja. Kerzenlampe. Die Dinger sind so genial. Ich weiß gar nicht, ob man sie erkennt. Kerzenlampe ist hier so eine Kerze, die als Lampe fungiert. Oh Wunder. Aber das macht so ein gemütliches Licht und ist so genial, das Teil. Absoluter Burner. Hallo. Also langsam wird es hier dunkel. Ich glaube, man sieht mich auch gar nicht. Aber ich habe ja Abhilfe. Na, wo geht's an? Oh, hier. Tada! Ich bin mal gespannt, wie das Licht wirkt. Ich meine, das nimmt natürlich vollkommen die ganze Romantik raus. So, die Kerze wirkt so gar nicht mehr. Gruselig ist auch nichts mehr. Aber ich glaube, man sieht alles. In diesem Sinne trinke ich jetzt nochmal einen Schluck Wein. Ich habe auch meinen gruseligen Schal hier schon. Aber
Naja. Bin am überlegen, ob ich mir jetzt noch was zu essen mache. Weil irgendwie habe ich ja den ganzen Rucksack voll mit Essen. Ich habe sogar Zwiebeln dabei. Ich habe nur den scheiß Speck vergessen. Aber den bräuchte ich eh morgen früh. Und ich glaube, da bin ich genügsam. Und bin ich genügsam? Brot und Kaffee, langt das? Ja, das muss lang, würde ich sagen. Ich habe ja noch was an der Rührei dabei. Boah, wenn ich Kaffee trinke, dann brauche ich auch Wasser für Rührei. Weil ich habe so komisches Pulver, genau, aus Türkei. Pulver-Rührei dabei. Und was halt für jeden Scheiß Wasser irgendwie. Und Wasser, habt ihr ja gesehen, war nix. Da haben die Frösche gefickt. Boah, ich habe noch Schokolade. Oh ja, genau. Oh ne, da dran kommt. Eigentlich ist es ja nur in dem Sack. Aber bis ich an dem Sack jetzt dran bin und dort an der Schokolade dann. Ich habe die Schokolade geholt. Jetzt kann der Abend anfangen. Wie viel Wein habe ich eigentlich noch? Oh. So. Ich liege im Schlafsack. Oh, das ist so angenehm. Ich werde mich jetzt ablegen. Aber muss schon die Katzenlampe ausmachen. Und dann freue ich mich morgen aufs Frühstück. Oh ne, muss erstmal aufräumen. Was habe ich denn hier wieder für ein Chaos hinlassen? Das gibt's ja gar nicht. Moin. Mittlerweile ist, wie viel haben wir? 20 vor 7. Ist auch schon wieder hell. Die Nacht war eigentlich total angenehm. Hab nur, ich glaube, einen Hirsch habe ich mal kurz gehört. Das ist irgendwas. Irgendwas anderes ist da oben irgendwie rumgetingelt. Aber es war weit genug weg und es kam auch nicht näher. Dann war es mir auch egal. Der Mond, der hat mich irgendwann mal die Nacht ganz böse geblendet gehabt. Das heißt geblendet, angestrahlt. Stand da oben irgendwie so. Da war ich mal kurz wach. Aber sonst keine besonderen Vorkommnisse. So, ich brauche jetzt erstmal Rührei und Kaffee und Speck habe ich ja nicht. Aber Zwiebeln. Ich könnte Rührei, Zwiebeln und Kaffee machen. Dazu brauche ich aber erstmal Feuer. Das gibt noch eine Aktion. Ich hoffe, mein Zunder, der liegt da hinten, ist noch trocken. Das Camp sieht auf alle Fälle aus wie gestern. Wie bei den Flotters. Ich mag nicht. Aber es nützt ja alles nichts. Sitting on the night train, just another night for the wicked. Sitting with the insane, just another night for the twisted. Nein, da habe ich einen Gaskocher. Ich hab überlegt, ob ich einen Gaskocher mitnehme und habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn jetzt doch gefunden. Scheiße.
Dann hätte ich mir nämlich auch die ganze Feuerscheiße hier schenken können. Oh Mann. So I fall into the night. You're never gonna get my soul. Oh, ist doch heiß. Du bist gut, ey. Ihr könnt sehen, ich bin immer noch am Kaffee trinken. Ich habe keinen Bock aufzuräumen. Ich trinke jetzt noch in aller Ruhe den Kaffee aus. Ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir 9:30 oder so. Und dann gibt es einen Zeitraffer vom Lager zusammenbauen und ja, aufräumen, nicht zusammenbauen. Egal. Ordnung machen. Manchmal habe ich Timing, gell? Ich will gerade hier meinen letzten Schluck Kaffee noch trinken. Habe mich eigentlich jetzt schon verabschiedet. Da fallen hier die ersten Schüsse. Also die Jäger sind jetzt wohl unterwegs. Dann sollte ich mich jetzt auch demnächst mal auf den Weg machen. Möglichst laut und leuchtend. Scheiße, ey. Naja, der Wald ist halt doch zu eng, ne? Skull! Und was läuft? Five Finger Death Punch Trouble. Wow! Deutsch einer selbstständig gemacht.